Und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man die Tiere kostenlos braten kann. Das heißt, das Fleisch direkt in der gebratenen Form rausbekommt und dennoch auch die Tiere schlachtet sozusagen. Um euch das kurz zu zeigen, sehen wir das hier, dass wir oben ein Feld haben, wo die Tiere stehen. Haben uns einen Hebel hierhin gemacht, denn der Hebel ermöglicht uns hier hinten. Oh, da ist gerade ein Schwein reingefallen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ein Huhn fällt auch noch rein. Dann schubst du mal noch eine Kuh hinterher, wenn die jetzt da rein will. Gehen wir da rein. Haben wir ein Pisten geöffnet, welches mitten im Feld ist oder halt irgendwo im Feld, wo wir Lust haben. Es muss halt ein Abstand sein von 8 Blöcken wegen der Wasserquelle. Und hier können wir einfach nur die Luke da vorne schließen, wie wir sehen können, damit halt die Tiere nicht unten endlich da reinfallen und wir nachher keine Tiere mehr oben auf dem Feld haben, die wir uns kläglich versucht haben zu holen. So, wie wir sehen können, als wir das da hinten geöffnet haben, sind die Tiere runtergefallen in die Wasserquelle, die 8 Blöcke lang ist und nachher abschließt und die Tiere fallen hier unten rein. Ich habe hier schon mal ein bisschen getestet, wie wir sehen können, es kommt nicht immer gebratenes Fleisch raus. Es kann natürlich mal passieren, dass zum Beispiel jetzt Hühnchen oder Schweine oder sowas den Drop einfach so fallen lassen und das direkt nicht in die Lava landet, die hier vorne vorhanden ist. Jetzt habe ich natürlich hier einen Hebel. Wie ihr sehen könnt, sind die Tiere auf einem engen Platz und der Spender ist da vorne. Rechts ist noch ein Pisten, der es ermöglicht, die Tiere von rechts nach links sozusagen in Schach zu halten, damit da halt direkt alle Tiere verbrannt werden. Das machen wir einmal ganz schnell. So, manchmal passiert das, dass es hinten ein paar Tiere rausbackt. Da müsst ihr einfach noch ein paar Blöcke dahinter setzen. Ich habe das jetzt nicht getan, denn ich wollte euch gleich auch sozusagen den Aufbau zeigen. Und dann werden wir einfach nur die Grundschaltung hier unten aufbauen, denn das obere ist eigentlich relativ einfach gemacht. Dann drücken wir einfach nochmal. Da sehen wir, dass einmal kommt die Lava raus, der Pisten drückt und ein zweites Mal drückt der Pisten nochmal nach und die Lava geht raus. Wie wir sehen können, haben wir jetzt ein paar Eier, rohes Fleisch, leider ungebraten, aber manchmal auch hier gebratene Steaks oder sowas. Ist eigentlich relativ ganz simpel getan und so ermöglichen wir uns auch die Kohle einzusparen, denn wir haben wie gesagt direkt gebratene Vorräte an Fleisch. Das können wir auch mit Wolle machen. Es kann natürlich passieren, dass die Wolle verbrennt oder halt andere Items auch noch verbrennen. Es ist wie gesagt keine hundertprozentige Chance, dass man jedes Item bekommt, denn die Lava verbrennt natürlich auch jedes Item. Und wenn wir jetzt mal so hier drauf gucken, eine Kuh oder ein Schaf oder ein Schwein oder ein Huhn haben natürlich andere Lebenserwartungen sozusagen. Und das ermöglicht natürlich nicht die genauere Abstimmung von der Lava. Um jetzt sozusagen hier den kleinen Aufbau zu zeigen, sehen wir, dass hier kommt der Pisten. Das Signal geht auf einen Doppelimpuls. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit. Ich habe das mal so getestet, ob so es funktioniert. Wir sehen, haben wir eine Reihe von Pistons, die einmal hier um die Reihe fungiert und eine weitere Linie, die dann zum zweiten Mal aktiviert wird, aber vorher durch einen anderen Repeater hier blockiert wird und dann einfach nur noch links und rechts auf den Pisten und auf den Spender. Um das jetzt einmal zu zeigen, hole ich mir mal eben hier den Knopf und machen den hier hin und jetzt gucken wir. Ein Impuls und der zweite Impuls. Und wie wir sehen können, geht erst die Reihe dahinter los und dann kommt nochmal ein kleiner Impuls hier vorne raus. Ich darf das Signal hier vorne nicht verzögern, denn wenn ich das jetzt zum Beispiel mache, passiert es, dass es hier die Lava in dem Glasbecken sozusagen behält und wir bekommen sie nicht mehr raus. Deswegen immer darauf achten, dass wir dieses Signal auf 4 gesetzt haben und euch den Aufbau einmal zu zeigen. Machen wir das so, so. Stein oder Wolle haben wir ja. Und bräuchten eigentlich nur noch das und das. Oh, jetzt habe ich das Glas nicht mehr. Da ist es. Ich habe hier unten noch Trichter hingetan, denn so können wir natürlich direkt alles, was hier vorne ist, in die Truhen reinlagern und müssen da nicht immer reingehen. Natürlich kann es passieren, dass irgendwas dann nachher passiert. Um jetzt sozusagen das aufzubauen, setzen wir einfach hier die Wolle mit dem Knöpfchen. Das baue ich mal dahinter auf, denn das Block sieht natürlich dann ein bisschen komisch aus, wenn wir das da irgendwo hinbauen. Dann machen wir das mal eben noch hier. Zwei Blöcke hoch.
einfach mal das hier aufbauen. Und jetzt müssen wir erst diese Schaltung aufbauen. Die Schaltung ist ganz einfach. Wir setzen erstmal den blockierten Repeater hier hin. Nun setzen wir zwei Blöcke dahinter den anderen Repeater und gehen sozusagen als im Kreis davon nochmal hier vorne auf Signal drauf. Dies ist nun natürlich dieser Ausgang, den wir einmal rumlegen müssen. Und das wäre eigentlich sozusagen fast schon fertig. Nun müssen wir nur noch das hier verkabeln, müssen einmal so drauf gehen. Und so, das ist ganz wichtig, dass das so aussieht, denn der macht das Signal noch einmal für einen kurzen Moment aus, was man hier sehen kann, weil der eigentlich durch einen Repeater blockiert wird, aber es funktioniert auch mit Whetstone, aber da kommen wir später mal zu. So, und nicht vergessen, den auf 4 zu stellen. Und wenn ich das jetzt hier sage, du dahin, das dahin, dann können wir das egal wie anordnen. Das ist eigentlich relativ egal. Oh, da müssen wir natürlich einen nach hinten noch gehen. Sonst klappt das nicht. Hier vorne würde ich immer empfehlen, noch einen Repeater zu setzen, denn der Grund ist, dass das Signal manchmal nicht reicht und dann erwischt es diese ganzen Whetstone-Verkabelungen hier gar nicht. Und dann funktioniert das natürlich auch nicht. So, jetzt machen wir einfach hier links, rechts ein bisschen zu. Hier unten tue ich jetzt keine Trichter rein, dass wir einfach nur sozusagen einen kleinen Aufbau haben. Um jetzt sozusagen auch an die Materialien zu kommen, können wir eigentlich hier hingehen und bekommen auch die Items. Wenn wir das mal so machen, hier unten müssen wir natürlich zumachen, denn die Hühner können natürlich immer noch raus. Und das wollen wir natürlich nicht, dass die daraus verschwinden. So, dann machen wir das so noch zu. Den brauchen wir da nicht. Und machen hier noch eine Reihe drauf und tun gleich hier ein paar Tiere drin spawnen. Dankeschön. So, das können wir jetzt mal alles wegschmeißen. Und holen uns mal ein Schwein, ein Schaf, eine Kuh und ein Hühnchen. Und zusätzlich brauchen wir noch einen Lava-Eimer. Upp. Den wir dann hier einfach reinlegen. Egal wo, an welcher Position. Das ist euch überlassen. Nun können wir sagen, hier, ein Schaf, eine Kuh, ein Huhn und ein Schwein. Und jetzt aktivieren wir das ganz einfach. Und wie wir sehen, funktioniert das und wir können hier unsere Items einsammeln und haben sozusagen gebratenes Fleisch und ein bisschen Leder bekommen. Was natürlich gut kombinierbar ist, ist sozusagen die kleine automatische Farm da hinten mit dieser Farm, denn wir brauchen natürlich immer Weizen oder Samen für die Hühner oder halt das Weizen für die ganzen anderen Tiere, damit wir halt immer Nachschub für Fleisch sorgen können und für die ganze Zucht. Ich will sagen, ich beende an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer schön unten in die Beschreibung reingucken, da könnt ihr direkt zum Aufbau switchen. Und wenn es gefallen hat, gebt euch einen Daumen hoch und bis dahin, euer FlashDLB und tschüssen!